Smarte Heizkörperthermostate gibt es auch vom Hersteller AVM. Das neueste ist das FritzDeck 302, gleichzeitig der Nachfolger vom FritzDeck 301. Falls du dich dafür interessierst, dann ist das Video hier genau das Richtige, denn ich werde hier gleich in zwei Schritten einmal dieses Thermostat vorstellen. Wir schauen uns zuerst die Details an, danach natürlich Installation, Funktionsumfang auch in der App. Auch das zeige ich euch generell immer mit den Unterschieden zum Vorgänger und wir legen jetzt direkt los. So, fangen wir mit den Details an. Wenn euch aber alle technischen Daten interessieren, dann drückt kurz auf Pause und schaut euch den Thermostatfinder bei uns auf dem Blog an. Den verlinke ich euch hier oben. Da haben wir alle Thermostate, die wir getestet haben und noch einige mehr eingepflegt. Und da könnt ihr mit verschiedenen Filtern schauen, welches einfach genau das richtige Thermostat für eure persönlichen Bedürfnisse ist. Und da auch verschiedene Modelle vergleichen. All das bei uns im Thermostatfinder auf dem Blog. So, nochmal kurz für alle, die keine Ahnung haben, was AVM-Thermostate generell machen. Die sind... Die Funken über DECT deckt, das heißt, ihr braucht zwingend eine Fritzbox, um diese zu nutzen. Die Einrichtung ist aber ziemlich simpel, da komme ich aber im nächsten Schritt zu. Schauen wir uns das Thermostat einmal an. Ihr seht, es ist so ein viereckiges Design. Ihr habt hier das E-Ink-Display, das ist besonders energieeffizient, weil es halt eben nur Strom verbraucht. Wenn sich hier auf dem Display etwas ändert, ist auch besonders gut ablesbar. Ihr habt eine Plus-, eine Minus-Taste, womit ihr die Schritte der Temperatur in 0,5 Grad Schritten einstellen könnt. Eine Boost-Taste, um quasi Vollgas zu geben beim Heizen. Oder hier um die Kälte einzustellen, quasi um so einen Kältemodus einzustellen. Hier unten sieht man auch noch, wenn es einen Zeitplan für dieses Thermostat gibt. Mehr gibt es ja gar nicht zu sehen. Vorne noch das Fritz-Symbol drauf. Die Neuerung im Vergleich zum anderen Thermostat, zum 301, ist eindeutig schon mal die Optik. Dann wurde verbessert oder verändert, dass jetzt hier hinten drin drei Batterien sind, wenn ich es aufkriege. Na? 2 Stunden später. Drei Batterien im FritzDeck 301 sind eben nur 2 Batterien drin, dementsprechend auch eine längere Lebenszeit für mehr Heizzyklen. Ansonsten sieht man natürlich, dass hier verändert wurde die Tastenanordnung. Die Plus-Minus-Taste ist hier jetzt hier unten und auch die Menü-Taste. Das ist alles hier unten angeordnet gewesen. Ansonsten gibt es nicht so viele krasse Änderungen mehr unter der Haube. Es gibt einen neuen Chip im 302, welches dafür sorgt, dass es noch effizienter arbeiten soll. Und eben halt auch eine längere Akkulaufzeit hat. Mehr gibt es jetzt hier so gar nicht zu sehen. Im nächsten Schritt geht es jetzt weiter mit Installation und den Funktionen. Weiter geht's. Sprechen wir als allererstes mal über die Installation. Das ist auch eine Besonderheit bei den Fritz-Thermostaten, denn die ist wirklich easy gemacht. Wenn ihr eine Fritz-Box habt und das Thermostat hier ausgepackt habt, dann zieht ihr hinten einfach die Lasche, dass es mit Strom versorgt wird. Zum einen steht hier vorne alles dran, was ihr machen müsst. Das ist aber gar nicht viel, denn ihr geht einfach nur zu eurer Fritz-Box, haltet die Deckt-Taste gedrückt, drückt hier noch eine Taste drauf und dann verbindet sich quasi das Thermostat mit der Fritz-Box. Fertig ist es installiert und so könnt ihr ein Thermostat nach dem anderen richtig easy und schnell installieren. Dann braucht ihr es natürlich nur an die Heizung anbringen. Wenn ihr das vorher noch gar nicht gemacht habt, müsst ihr natürlich das alte Thermostat entfernen. Bei den Thermostaten selbst sind immer so kleine Adapter mit dabei, je nachdem, was ihr für eine Heizung habt. Das wird einmal da drauf geschraubt und danach könnt ihr mit dieser Überwurfmutter das Thermostat an der Heizung befestigen. Einmal adaptieren, dass sich das quasi angleicht an das Ventil. Und das war's dann auch schon. Die haben eine Reichweite von 40 Metern, also maximal, je nachdem, wie eure Wohnung aufgebaut ist. In meinem Fall hier mit einer 100 Quadratmeter Wohnung langt das aber vollkommen, um in den einzelnen Zimmern die Thermostate steuern zu können. So, dann gibt es eine Fensteroffenerkennung. Es gibt hier nicht die Möglichkeit, externe Tür- und Fensterkontakte zu nutzen. Erstmal, sag ich mal, out of the box. Das gibt es nicht. Es gibt nur diese Fensteroffenerkennung, die halt den Temperaturabfall merkt und dann geht die Temperatur hier runter. Ist schon mal ein cooles Feature. Mit Fensterkontakten geht es aber besser. Da ist praktisch, dass HomeConnect Plus und Fritz miteinander kompatibel sind. HomeConnect Plus ist eine Plattform, da könnt ihr verschiedene Anbieter, verschiedene Geräte von verschiedenen Anbietern einbinden und könnt dann Automation untereinander auslösen und damit dann zum Beispiel auch Tür- und Fensterkontakte von HomeMedic IP als Beispiel nutzen, um die dann mit dem Fenster, wenn ein Fenster geöffnet wird, dann auch das Thermostat hier runter zu regeln. Ansonsten habt ihr hier noch eine Kindersicherung drin, dass quasi, dass ihr das Gerät sperren könnt. Ihr könnt in der App ganz viel machen, könnt aber auch in der Fritzbox Übersicht an eurem PC, im Browser, ganz viele Einstellungen vornehmen. Ich zeige euch jetzt aber mal, wie das hier in der App alles aussieht. Für alle, die sich fragen, ob HomeKit hier kompatibel ist, nein, auch hier out of the box nicht. Da gibt es zwar auch irgendwelche Umwege, wenn ihr das zum Beispiel mit einem Homey, H-O-M-E-Y geschrieben, verbindet, dann könnt ihr das so
ja, über so einen Umweg in HomeKit einbinden, aber generell sind die Fritz-Thermostate nicht mit HomeKit kompatibel. Wenn euch da interessiert, was es noch für Modelle gibt, wir haben auch ein Video mit den besten Heizkörper-Thermostaten, verlinke ich euch auch hier oben, da findet ihr dann auch Modelle, die ganz explizit für HomeKit gedacht sind. Schauen wir uns die App kurz zusammen an, ich binde sie hier ein, die ist wirklich sehr übersichtlich, da gibt es gar nicht so viel zu erklären, denn ihr habt hier immer die Übersicht gemessene Temperatur und die eingestellte Temperatur. Man kann in der App auch externe Sensoren einbinden. Da gibt es zum Beispiel von Fritz so einen Taster mit so einem 4-Taster. Das ist wie so eine Fernbedienung, wo man dann auch die Temperatur mit einstellen kann oder auch smarte Lichter von Fritz nutzen kann. Fritz hat noch so ein paar andere Smart Home Produkte, nicht so richtig krass viele, aber ein paar gibt es halt eben schon. Und da könnt ihr dann zum Beispiel auch extern einen Thermostat an der Wand hier irgendwo platzieren, welches dann die gemessene Temperatur an das Thermostat weitergibt. Funktioniert also schon. Wenn ihr jetzt hier so ein Thermostat anklickt, dann seht ihr, habt ihr hier die normalen Standard-Nutzungsmöglichkeiten, dass ihr halt hier auch die Temperatur in 0,5 Grad Schritten hier so einstellt. Ihr habt eine Schnellauswahl, wenn ihr sagt, ich wollte jetzt hier die Absenktemperatur schnell einstellen. Auch hier habt ihr diese Kältetaste und auch hier die Boost-Taste. Und hier unten kann man sich den Verlauf der gemessenen Temperaturen anschauen. Unten seht ihr noch mehr Informationen. Das ist eigentlich erstmal alles. Man kann allerdings auch hier oben in die Einstellungen gehen und geht dann in die Benutzeroberfläche seiner Fritzbox. Wie gesagt, das könnt ihr auch am PC machen, wenn ihr das wollt. Und dann gebt ihr hier euer Passwort ein. Und dann kommt ihr in die Steuerungsmöglichkeiten der Fritzbox. Und hier gibt es halt eben auch einen Punkt, der nennt sich Smart Home. Und hier sieht man die Thermostate, die hier drin sind. Jetzt kann man hier in das Thermostat reingehen und dann kann man hier auch noch Einstellungen vornehmen, zum Beispiel die Tastensperre aktivieren, manuellen Zugriff für Telefon, App oder Benutzeroberfläche deaktivieren. Hier kann man die Komforttemperaturen einstellen, die man eben möchte, die ihr eben in der Vorderseite gesehen habt. Und hier unten kann man die Zeiträume eintragen, eine Urlaubsschaltung und hier unten die Fensteroffenerkennung anpassen. Also ihr seht, hier habt ihr schon mehrere Dinge. Hier kann man auch den automatischen Offset mit einem externen Temperatursensor einstellen. Und hier die Zeiträume ist natürlich immer ganz interessant. Hier kann man für jeden Tag verschiedene Uhrzeiten einstellen und welche Temperatur dann hier eingestellt werden soll. Das ist also alles sehr praktisch. Ja, und ansonsten kommt ihr auch wieder zurück in die Übersicht eurer Fritz-App. Nee, hier. Ja, das sind die Funktionen in der App. Und generell, um mal auf meine Erfahrung zu sprechen zu kommen, ich finde die Thermostate, die funktionieren wirklich sehr gut und zuverlässig. Gerade das 302, das ist nochmal deutlich schneller. Das habe ich auch bei mir gemerkt, gerade wenn ihr eine Temperatur übers Handy zum Beispiel einschaltet, wenn ihr von unterwegs irgendwo mal schnell die Heizung hochdrehen wollt, funktionierte das bei den 302ern, funktioniert das besser als bei den 301ern. Die haben da manchmal ein bisschen länger gebraucht, bis sie die Temperaturverstellung weitergegeben haben. Es ist vom Design her schlicht, schick. Das E-Ink-Display ist eine schöne Sache. In der UVP kostet dieses Thermostat hier 69 Euro. Je nachdem, wo ihr das kauft und wie die Verfügbarkeit gerade ist, können die auch noch mal teurer sein. Gerade im Winter sind sie dann meistens noch teurer. Aber so viel dazu. Wenn euch alle technischen Daten interessieren, habe ich ja schon gesagt, wie gesagt, der Thermostat-Finder, den findet ihr hier oben. Da ist er verlinkt, da könnt ihr euch dann auch noch mal anschauen, was es noch für andere Thermostate gibt. Könnt auch die Fritz-Thermostate mit anderen Thermostaten vergleichen. Wenn ihr Lust habt, euch noch ein weiteres Video anzuschauen, dann findet ihr das direkt hier. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren und hier geht's zum Thermostat-Finder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.